Yo Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Moonscars und ich zeige euch heute einen geilen Trick, wie ihr wirklich viele Knochensplitter farmen könnt. Also die Sachen, mit denen ihr euren Charakter upgradet und vor allem auch Zauber upgradet und so weiter und euch irgendwelches Zeug kaufen könnt und so weiter und so weiter. Was ihr dafür als erstes braucht, um das wirklich einfach zu machen, ist hier bei der Hexerei den Kopie 1, also so ein Doppelgänger ist das. Und den könnt ihr hier erschaffen und dann braucht ihr einen Checkpoint, der entsprechend in der Nähe von vielen Gegnern ist. Ich habe jetzt einfach mal den hier ausgewählt, um euch das zu zeigen. Geht aber generell mit allen Checkpoints, wo viele Gegner in der Nähe sind. Das macht dann schon Sinn und jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Der Checkpoint, den ich jetzt hier gewählt habe, ist jetzt hier der Hochburg noch relativ am Anfang. Wenn ihr natürlich einen Checkpoint habt, wo ihr noch mehr Gegner in der Nähe habt, dann nehmt ihr den oder auch stärkere Gegner, dann könnt ihr da entsprechend auch besser aufskillen. Also, was machen wir? Wir nehmen den Doppelgänger zur Hand und ja, machen hier einmal das Portal so, damit die Gegner neu kommen. Da oben sind jetzt die Gegner. Und wir holen den Doppelgänger einmal raus, schlitzen uns hier durch kurz und hauen hier erstmal alles weg. Und da bekommen wir dann schön ein paar Points. So, jetzt ist der Doppelgänger, der bleibt nämlich am Leben. Und das Geile ist, ihr könnt jetzt direkt hier wieder hingehen, die Gegner neu holen. Doppelgänger lebt weiter, holt direkt noch einen Doppelgänger raus. So, jetzt habt ihr nämlich schon zwei. Und ihr werdet sehen, das wird jetzt immer heftiger, weil wir natürlich immer wieder einen neuen Doppelgänger rausholen können. So, die sind jetzt wieder platt. Wir gehen rüber, holen hier wieder einen neuen Doppelgänger raus. Zack, hier oben haben wir jetzt schon zwei, holen direkt mal noch einen raus. Haben wir jetzt schon mal drei. Und da geht es jetzt ruckzuck hier weggeschnetzelt. Können wir noch ein bisschen mitmachen? Drei Stück haben wir jetzt schon. Und ja, jetzt gehen wir wieder hier zum Spiegel. Zack, holen die wieder raus. Und die werden jetzt schon automatisch richtig weggeschnitzelt. Unsere drei Doppelgängern holen natürlich noch einen raus. Haben wir schon mal drei volle, vier Stück insgesamt. So, der eine ist jetzt gestorben, ist aber gar nicht schlimm, denn wir können jetzt hier wieder zum Spiegel gehen, Gegner neu holen, kommen wieder raus. Unsere drei Doppelgänger kämpfen da schon. Wir holen jetzt nochmal einen vierten. Und ja, so haben wir hier ordentlich Angriffspower, wie ihr seht. Und können jetzt hier ordentlich durchschnetzeln, können jetzt hier wieder hingehen, holen jetzt wieder das und können jetzt hier wieder rumschnetzeln. Wie gesagt, vielleicht nicht gerade aktuell die beste Stelle, weil es gibt nur so 400-500 Points, geht aber im Sekundentakt natürlich. Und ihr könnt hier immer wieder hochgehen. Hier haben wir jetzt mega viele Doppelgänger und das ist jetzt halt wirklich ein Geschnetzel ohne Ende. Und die werden eigentlich auch nicht mehr sterben. So, jetzt gehen wir eigentlich hier hin, gehen, holen die wieder raus und holen uns natürlich hier direkt mal wieder Doppelgänger raus. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr genug Power habt, könnt ihr hier gleich auch noch einen rausholen. Gar kein Problem, jetzt haben wir schon vier Stück. Gehen hier wieder zum Spiegel, laden unsere Mana auf und ja, jetzt können wir natürlich hier wieder noch einen, fünf. Und können hier ein bisschen rumschnetzeln. Ihr bekommt ja auch Energie dazu, wenn ihr die platt gemacht habt. So, können wir direkt noch einen rausholen. Zack. Und da haben wir schon genug. Und ja, das können wir jetzt die ganze Zeit fortführen. Wie gesagt, natürlich noch besser mit einem Checkpoint, wo irgendwie noch mehr Gegner am Start sind. Da können wir dann hier zack, hier wieder auferleben. Wir haben ein bisschen Probleme hier oben mit dem Kerl. So, wenn der platt ist, gehen die auch wieder auf Angriff. Und weg sind sie schon wieder. Ja, gehen wir wieder hier hin. Und so können wir das eigentlich die ganze Zeit problemlos weitermachen. So unendlich viele Farmen. Endlich viele Points, die Doppelgänger sind hier immer wieder da. Dann machen wir hier noch mehr. Und so wird es natürlich richtig eklig dafür. Und ja, gehen wir wieder zurück, holen uns einen Doppelgänger wieder raus, machen den hier. So, die hauen jetzt schon so ordentlich rein, dass die Gegner hier eigentlich gar keine Chance mehr haben. Ja, und so können wir das die ganze Zeit durchtreiben. 5000 Points haben wir jetzt schon. Und ja, genauso geht das natürlich auch bei anderen Checkpoints. Das machen wir jetzt auch gleich nochmal. Die ein bisschen mehr Points geben. Das gucken wir jetzt gleich nochmal, wo wir was Schönes finden. Ich glaube, ich habe da auch schon einen Checkpoint im Sinn, wo wir mal hingehen können. So, und so könnt ihr wirklich unendlich viele Punkte farmen. Wir gehen jetzt mal zu einem Levelpunkt, der ein bisschen weiter weg ist. Wir nehmen mal hier die Tiefen. Wir können ja hier in die Leichengrube gehen. Das müsste eigentlich auch ganz gut funktionieren. Na, gehen wir mal hier in die große Mühle, guck mal, ob das. Naja, da war nix.
Aber wir können hier mal tiefen Leichengrube gehen. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Und da gehen wir jetzt mal runter einfach. Gehen wir hier lang. Da gibt es nämlich ordentlich Points. Also gibt es auf jeden Fall mehr Points. Und dann gehen wir einmal hier runter, machen hier Doppelgänger rein. Zack, da ist er auch schon. Schnetzeln hier ein bisschen rum. So, den haben wir schon platt gemacht. Kann uns direkt hier noch einen holen. Der kämpft nämlich wahrscheinlich hier hinten noch mit dem. Ja, der ist jetzt tatsächlich gestorben, weil er hier allein mit dem gekämpft hat. Ist aber nicht schlimm. Wir können es hier wieder einholen. So, dann haben wir hier schon zwei Stück parat. Und diesmal gab es auch ein bisschen mehr Points. Jetzt ist die Frage, wenn ich mich hier zurück teleportiere, ob die dann noch bleiben. Könnte mir vorstellen, dass die dann auch verschwinden. Müsste aber eigentlich gehen. Jetzt gehen wir nämlich wieder hier runter. Ah, die verschwinden dann. Okay, die Stelle ist also nicht so geil, weil wir nicht so schnell zum Checkpoint zurückkommen. Ein bisschen blöd. Ansonsten wäre die Stelle natürlich perfekt von den Punkten her. Jetzt müssen wir nur hier hochkommen. Das wäre halt noch besser. Aber ich wüsste noch eine Stelle, wo es vielleicht besser geht. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Und zwar gehen wir da hier lang. So, die kommen nicht mit, die Doppelgänger. Die sind wirklich nur in so einem gewissen Bereich tätig. Aber wir können hier hochgehen. Die ist vielleicht auch noch ganz gut, die Stelle. Genau, hier sind nämlich ein paar von denen. Die machen auch schon gut Schaden. Also geben auch vor allem auch ordentlich Punkte. So, und jetzt können wir hier natürlich reingehen. So, Doppelgänger raus. Und ja, lassen die hier fetzen. Bisschen angreifen. Ja, Prinzip ist aber klar eigentlich, denke ich. Haben wir alle verstanden. Doppelgänger sind overpowered. So, machen wir jetzt zwei hier. Lassen wir hier stehen. Gehen jetzt wieder hier hin. So, und jetzt sind die zwei sind immer noch da. Da sind sie auch. Holen jetzt wieder einen raus und lassen die hier schön fetzen. Ja, und ihr seht, die Points gehen dadurch echt ganz gut hoch. Können jetzt hier nochmal einen rausholen. So, jetzt haben wir hier schon einiges voll mit Doppelgängern. Ja, da gehen wir jetzt einfach wieder hin. Zack. Jetzt gibt es hier unten wieder Geschnetzel. Guck mal, wie viele Punkte wir hier überhaupt kriegen. Sieht aber, glaube ich, schon ganz gut aus. Ja. Gucken, was die hier hinten machen. Hier hinten brauchen wir noch ein bisschen Unterstützung. Sonst ist der eine ist jetzt schon wieder gestorben. Oh, jetzt bin ich auch gestorben. Ja, ich glaube, es gibt hier so 1000 ungefähr oder 700 irgendwie sowas in der Richtung. Wenn man natürlich stirbt, sind die Doppelgänger wieder weg, klar. Ist klar. Seelen sollte man dann auch wieder einsammeln. Aber im Grunde macht das nichts. Klar, wenn ihr jetzt den Doppelgänger noch upgradet, wird er natürlich dann noch stärker. Ja, jetzt haben wir hier wieder drei Stück. Ja, wie gesagt, gibt so 500 pro Run. Und das können wir jetzt hier nur wieder durchziehen. Und ja, das könnt ihr an jeder beliebigen Stelle durchziehen, wo ihr halt einen Checkpoint in der Nähe habt. Da lohnt es sich dann auch, das dann mal zu machen. Und ihr habt da wirklich hier gar keine, die haben gar keine Chance mehr einfach. Also ist gar kein Problem. Ja, wir können jetzt hier natürlich noch Hexereikosten ein bisschen runterschrauben. So, vier Stück haben wir da stehen. Alles kein Thema. Gehen wir wieder hier hin. Ja, Freunde, und so funktioniert das. Eigentlich super easy. Und ihr seht ja schon, wie die hier reinfetzen, die Jungs. Mädels, oder Mädels eher gesagt. Das ist ja die Irma. Ja, jetzt haben wir 9300 Seelen. Können jetzt hier, die sind eigentlich jetzt so unsterblich sozusagen. Jetzt gehen wir wieder hier hin. Und fetzen hier wieder durch. Zack. Ihr seht das schon, das ist gar keine Chance, die Gegner mehr. Wir kriegen einfach nur noch auf die Schnauze. Wir brauchen eigentlich nur noch hier hingehen, Seelen einsammeln. Und natürlich können wir hier das Bosheitsmenü richtig gut upgraden. Können hier immer was drauf machen. Können wir nochmal Doppelgänge erschaffen. So. Ah ja, und wirklich super easy. Super einfach, so Punkte zu holen. Oh, wieder Doppelgänger rein. Ihr seht, wie die hier durchschnetzeln. Das ist unglaublich. Das ist halt, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber natürlich haben die jetzt hier gar keine Chance mehr, wenn da 10 Stück sind. Ja, lustiger Glitch, würde ich jetzt mal sagen, aber auch eine coole Sache.
Und ja, so, ihr seht schon, es fängt langsam der Sound an zu ruckeln, weil es zu heftig ist, was hier abgeht. Na, ja, hier können wir jetzt nochmal einen erschaffen. Ja, ihr seht das, Freunde. Übertrieben. Doppelgänger ist OP. Und natürlich könnt ihr das auch machen, wenn ihr zum Boss geht, ne? Also nicht vergessen, ihr könnt euch vor dem Boss entsprechende Doppelgänger erschaffen. Und ja, cradet das auf jeden Fall ab. Ist richtig stark, das Teil. Und das würde ich euch empfehlen. Falls ihr mal Points braucht, könnt ihr das gern so machen. Habt ihr gar keine Schwierigkeiten, gar keine Probleme. Ihr seht jetzt hier ruckelt es wieder ein bisschen. Der Sound kackt dann leider ein bisschen ab, weil es einfach viel zu viel ist. Mit hier so 10 Doppelgängern. Und ja, alles gut, Freunde. So wird es gemacht, ne? So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Klickt mal ein Däumchen hoch, hinterlasst ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Adios. Bis dann. Ciao, ciao.